Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch meine leckere Hähnchenroulade im Baconmantel mit Chili-Frischkäsefüllung. Und die wird gar nicht so scharf, wie sie aussieht. Und das Ganze machen wir heute mal wieder im Opti-Grill. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten, die wir brauchen für die Hühnchenroulade im Baconmantel mit der Chili-Frischkäsefüllung, liegen bereit. Ich habe hier zwei Hühnerbrust-Innenfilets. Daraus werden wir vier Portionen machen. Die werden wir gleich so ein bisschen platt klopfen. Dann habe ich hier reichlich Bacon, denn wir wollen die Rouladen einwickeln in Bacon. Aber vorher füllen wir sie ganz wunderbar mit etwas Frischkäse. Es ist ein vollfetter Frischkäse. Also ich würde euch hier empfehlen, nichts zu nehmen, was kalorienreduziert ist. Das schmeckt tatsächlich in diesem Fall nicht so gut und hält die Roulade nicht so saftig. Wir werden das Ganze würzen. Chili, klar. Ich nehme jetzt hier zwei Chilis noch, die wir gleich entkernen werden und die längst geschnitten in die Roulade kommen. Und habe hier jetzt auch noch Chilipulver. Ja, hepper. Das wird wirklich scharf. Wem das zu viel ist, der lässt einfach hier die Chilis weg und würzt moderat mit Chilipulver. Ja, was haben wir noch außerdem? Wir haben hier noch ein kleines Gewürz, geräuchertes Paprikapulver, was das Ganze so ein bisschen rauchiger machen soll. Und wir werden, bevor wir das Ganze hier einwickeln in Bacon, noch die Rouladen schön wälzen in Magic Dust hier. Ich habe hier mal wieder Magic Dust von Ankerkraut genommen. Ihr könnt aber jedes andere beliebige Barbecue-Gewürz nehmen, was euch gefällt. Ja, und dann habe ich eigentlich alles vorgestellt, was ich hier an Zutaten brauche. Und dann kann ich mal loslegen mit den Vorbereitungen. Ja, zunächst mal schneide ich die Chilis klein. Na, ihr solltet schon, wenn ihr es nicht so scharf mögt, die Kerne entfernen. Und das mache ich jetzt erstmal. Ich mache das, wenn ich die Chilis halbiert habe, immer mit einem Löffel. Das geht ganz gut. Dann kann man die Kerne ganz gut rauskratzen. Und wenn ihr die Kerne rausgekratzt habt, dann halbiert ihr die einmal, weil den meisten passt das ganz gut. Und schneidet so kleine Streifen, dass wir die später dann auf die Hühnchenbrust legen können. Und als nächstes ziehen wir so ein bisschen Folie über die Hühnerbrust und klopfen die flach und klopfen die wirklich richtig flach. Also dass die wirklich so ein paar Millimeter nur noch hoch ist, denn wir müssen die hinterher rollen. Deswegen muss die wirklich richtig, richtig schön flach geklopft sein, so wie hier. Und jetzt fange ich an und als erstes streiche ich mal den Frischkäse hier auf die Hühnerbrüste, verteile den. Das geht übrigens am besten mit einem Löffel und dann verteile ich auch schon die Gewürze. Hier Paprika und Chili. Und wenn ich die Gewürze hier auf der Hühnerbrust verteilt habe, dann gebe ich als nächstes den Mozzarella oben drauf. Den habe ich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt bei der Ankündigung, bei den Zutaten hier. Aber der ist wirklich wichtig. Den brauchen wir, damit so ein bisschen auch schön Käsegeschmack hat. Der hinterher schmilzt hier der Käse. Und den verteile ich auf den Hühnerbrüsten. Als nächstes kommen jetzt schon die Chili-Streifen, die ich so quer drüber verteile, denn wir wollen jetzt ja oben dann von oben beginnend gleich die Hühnerbrust zusammenrollen. Das machen wir jetzt auch und das geht auch ganz gut. Ihr müsst schön straff rollen, damit euch das hinterher nicht auseinanderfällt. Also ein bisschen ziehen und kräftig die Hühnerbrüste aufrollen, bis ihr so ein richtig schönes Paket habt. Eben so eine Hühnchenroulade und das machen wir jetzt eben mit beiden Hühnerbrüsten. Und wenn wir fertig sind, dann wälzen wir jetzt hier die Hähnchenroulade in Magic Dust oder was ihr eben nehmt als euer Gewürz, als euer Barbecue-Gewürz. Schön alle Ecken auch mitnehmen, vorne die Kanten. Ja, und wenn wir dann fertig sind, dann kommt eigentlich der finale Schritt. Jetzt kommt das leckere Einpacken in den Bacon. Ich lege jetzt hier zweimal zwei Streifen so nebeneinander, also erstmal nacheinander und nebeneinander auf mein Brett und dann packe ich die Roulade erstmal längst ein, dass sie so ein bisschen eingepackt ist in den Bacon. Na, also ihr klappt das einfach übereinander. Das reicht auch erstmal. Das machen wir mit beiden Hühnchenrouladen. Und wenn wir die beide jetzt in dieser Form eingepackt haben, dann machen wir das Ganze nochmal quer. Und dazu lege ich 5 Baconstreifen. Hier bei mir waren das 5. Müsst ihr gucken, wie breit eure Hühnchenroulade geworden ist. Bei mir sind es genau 5 Stück gewesen. Die reichen für die Breite, die lege ich nebeneinander. Und jetzt packe ich meine Hühnchenroulade umgekehrt auf diese 5 Streifen, damit ich wirklich verschließe. Und jetzt klappe ich einfach jeweils von rechts nach links, solange bis ihr alle eure
Baconstreifen hier verarbeitet habt, die immer jeweils über die Roulade drüber. Ja, und jetzt habt ihr hier das Paket. Das sieht schon lecker aus, oder? Das machen wir jetzt zweimal. Ja, wenn wir damit fertig sind, dann nehmen wir unseren Opti-Grill. Ich habe jetzt hier die Grillplatte, die Grillschale eingelegt und werde jetzt auf manuell das Ganze auf Orange vorheizen. Also nicht volle Pulle, sondern vorletzte Stufe sozusagen, weil ich auch nicht möchte, dass mir der Bacon verbrennt. Also Orange und lasse ihn mal vorheizen. Und ich habe mich diesmal jetzt mal entschieden, das Ganze parallel sozusagen mit einem Thermometer zu machen. Und ich habe jetzt hier meinen Meter, ganz neu, ganz schick, der Meter. Das Ganze geht mit Bluetooth und ihr habt eben kein Kabel mehr. Das ist wirklich eine feine Sache, ist aber auch richtig, richtig, richtig teuer. Das Ding hat, glaube ich, so um die 100 € gekostet. Also müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das wirklich wollt. Aber er ist schon praktisch. Vielleicht mache ich nochmal ein eigenes Testing, ein Unboxing für den Meter. Den stecken wir jetzt in die Hähnchenroulade rein. Der muss also genau bis zu dieser Markierung rein. Und dann sind wir soweit fertig und warten jetzt, bis der Opti-Grill sich meldet und fertig ist. Ja, das tut er jetzt gerade. Und jetzt geht's los. Jetzt können wir unsere Hähnchenrouladen auf den Opti-Grill legen. Und können erstmal den Deckel schließen. Und jetzt machen wir so um die 15 Minuten, schätze ich mal. Und dann seht ihr auch hier, dann meldet sich die App auf dem Handy. 46 Grad haben wir jetzt nach 15 Minuten, dann sind wir noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen so um die 70, 73, 74 Grad. Ich drehe jetzt nochmal, damit hier auch wirklich alle Seiten richtig knusprig werden. Und schließe nochmal den Deckel und dann sind wir auch fertig. Und irgendwann zeigt mir dann hier der Meter an, 70 Grad, also rausnehmen. Da gibt es noch so eine Nachgarphase, das ist so ungefähr bei 20, 25 Minuten gewesen. Und ich finde, das sieht schon ziemlich lecker aus, oder? Ziemlich gut. Und dann können wir auch gucken, ob es geklappt hat. Aber schon deutlich abgekühlt jetzt. Die Kerntemperatur hatten wir ja von 73, 74, 75 Grad so. Das sollte auf jeden Fall reichen für Geflügel. Gucken wir mal, ob unsere Hähnchenroulade auch was geworden ist. Riechen tut sie jedenfalls wunderbar. Wow. Das sieht gut aus, oder? Aussehen tut sie ganz fantastisch. Ihr seht hier, der Käse ist hier noch drin. Vorhin hat ja ein Stück Peperoni versucht zu flüchten. Ihr habt es gesehen. Ich habe es wieder reingedrückt. Ja, der Käse hier ist gut gelaufen, ist wieder ein bisschen fester geworden und das Fleisch, ja, das ist auch immer noch weich, also nicht ausgederzelt, das heißt, unsere Temperatur hier war wohl genau richtig. Der Bacon ist schön kross geworden. Also hier auch meine Hähnchenroulade mit Bacon. Wundervoll. Und dann werdet ihr nicht glauben, es ist nicht scharf. Ihr habt gesehen, ich habe Chili drin oder Peperoni hier, Streifen. Ich habe sogar noch ein bisschen nachgewürzt mit Chiliflocken. Es ist nicht scharf. Also das überrascht mich. Schmeckt aber super lecker. Also schmeckt deutlich die Chili raus, aber ganz frisch, nicht scharf. Man schmeckt hier Frischkäse und das Geflügel mit dem Bacon, eine wundervolle Kombination. Wirklich toll. Ja, also ich denke, hat geklappt. Meine Hähnchenroulade im Baconmantel mit Chili Frischkäsefüllung. Tolles Rezept. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.